So, willkommen zurück zu Unravel. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich halte mich jetzt einfach mal fest. Also ich krieg's so bis zu diesem zweiten Punkt da. Das heißt, jetzt kann ich mich an der Laterne festhalten. Dann muss ich die mit hier hochziehen. Muss mich dann einfach hier festhalten. Müsste nochmal gehen. Muss sie dann zum nächsten Punkt ziehen. Nein, falsch, falsch, falsch. Ab zum nächsten Punkt. Nix hier. Festhalten. Der Laterne passiert, glaube ich, hier noch nichts. Ach, weil ich dran gelaufen bin, oder was? So. Nein, nimm doch die Laterne, Mann. So, jetzt muss ich es aber festbinden schnell. Okay, das geht nicht. Und tschüss. Was ich noch nicht ganz verstehe. Was ich noch nicht ganz verstehe, wenn ich die festbinde, warum kann ich sie nicht weiterziehen? Ach so, weil die ja dann festgebunden ist, ne? Hört sich dumm an. Ist aber so. Die ist ja nach unten hin festgebunden. Also geht die Laterne weg. Ich glaube, ich habe eine Idee. So müsste das eigentlich dauerhaft gehen. Ich weiß nur nicht, ob das von der Zeit her reicht. So, jetzt warte ich einmal ab. Hier passiert mir noch nichts. Hier kann ich ja einfach festhalten. Komm her, Laternchen. So. Ich muss jetzt erst hier fixieren. Hier fixieren. Mich dann hier festhalten. Gut. Schlimme ist nur, ich muss jetzt wieder lose machen. Muss dann nehmen, hochziehen und dann da dasselbe machen. Das reicht ja niemals. Das reicht niemals. Der hält sich dann auch an der Laterne fest. So dürfte niemandem was passieren. Okay. So, jetzt muss ich die aber wieder losbinden. Und dann nimmt er das Falsche. Das ist doch Kacke. Nein, mach dich hier fest. Mach die Laterne fest. Und halte dich dann hier fest. Genau. So. Muss ich die losbinden? Schnappen. Hier hoch. Festbinden. Festbinden und halten. Jetzt hält er sich an der Laterne fest und nicht an dem Ding. Das war doch viel näher, Mann. Boah. Da kriegst du echt Plack. Echt zum Kotzen.
Das ist nervig, weil das immer übereinander liegt. Und dann kann ich die gar nicht festhalten. Ich kann doch aber einfach jetzt die Laterne fixieren. Und mich dann an der Laterne trotzdem festhalten. An der Laterne. Und die weiterziehen. Wenn ich jetzt fliege, dürfte ich nur so ein Stück zurückfliegen. Genau. So, und jetzt ziehe ich die weiter. Mach mich hier fest. Wo ist jetzt die Laterne festgemacht? Da unten. Jetzt muss ich die ja nur wiederholen. Nein. Die Laterne. Hat er doch. Guck, das geht nicht, weil die ja da unten festgemacht ist. Das heißt, ich muss da unten jetzt wieder lose machen. Jetzt wickle die Laterne aus. Junge. Jetzt ziehe ich die erstmal ein Stück hoch hier. Mach sie dann fest. Ich hoffe, dass ich dann noch hier hochkomme und mich hier festhalten kann. Jetzt dürfte die eigentlich nicht wegfliegen. Okay. Und jetzt kann ich die hoffentlich irgendwie nehmen. Nein, nicht da unten. Laterne und hochziehen. Und jetzt hier fixieren. Und mich selbst festhalten. Ja, komm schon. Nein, nicht da drauf klettern. Und auch nicht das festhalten. Das reicht nicht. Nochmal festhalten. Da darf nichts schief gehen. Jetzt habe ich sie. Und los geht's. Komm. Warum geht die nicht da drüber? Oh, das ist doch zum Kotzen. Das heißt, ich muss erst wieder da unten losmachen, ne? Und wieder hier hoch. Und festhalten. Boah, was ein Stress. Was ein Stress. Stress! Jetzt kann ich die aber ziehen, ne? Nein. Die Laterne! Und nochmal festhalten, bitte. Nein, drehen. Boah. Jetzt habe ich sie. Und los geht's. Zieht das Ding da hoch. Ja, und was bringt's? Was bringt's? Wahrscheinlich hätte ich die Laterne gar nicht gebraucht und hätte können einfach so hier durchlaufen. Und hoffe, dass das reicht. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gebraucht, 1,5 Folgen lang. Meine Güte. Scheiß auf dieses Bild, echt das... Naja, schönes Spiel. Hallo? Komme ich jetzt hier voran oder nicht? Ach, jetzt weil ich kalt habe. Brauche ich wirklich die Laterne? Ist jetzt hier immer noch Schneesturm? Anscheinend nicht. Okay. Das heißt, ich kann jetzt die Laterne hier mitziehen. Ach, ich muss ja jetzt wieder... Nein, 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 nein. Wenn ich die Losnote pflege, leg die los, ne? So, du bleibst schön hier, junge Dame. Laternenhure nenne ich dich nur noch. Ich habe nicht genug Seil, oder was? Jetzt kann ich ja komplett runtergehen. Ach, hier ist noch festgeknotet, ne? Nein, nein, nein. Ich will dich einfach mitziehen.
Und wenn ich nicht genug Seil habe und muss hier irgendwo noch Seil finden, drehe ich durch. Hallo? Ja, wie soll ich das denn dann schaffen? Dann mache ich dich jetzt halt auch nochmal los. Okay, jetzt habe ich genug Seil. Wahrscheinlich muss ich einfach nur... Nein, hier, das... So. Aber wenn das auch nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber das muss funktionieren. Ja, schon besser. Danke. Boah, was ein asozialer Part hier. Danke. So, und weiter geht's. Was ist jetzt? Das bricht jetzt bestimmt ein, ne? Echt jetzt? Komm schon. Komm da dran. Komm da drüben raus. Genau. Und hier noch. Hallo? Komm hier drauf. Nicht untergehen. Ja, nee. Aber ich muss die doch mitnehmen. Ich kann die doch aber... Warte mal. Na, ich bin jetzt hier festgebunden. Wenn ich die jetzt ja festbinde, kann ich zwar laufen, aber sobald ich die mitziehen will, hört sie irgendwann auf. Okay, das geht also nicht. Das heißt, ich muss sie die ganze Zeit hier mit diesem Knopf halten. Und muss die mitziehen. Und dann bricht das ein. Die geht unter und ist weg. Und ohne Laterne werde ich wahrscheinlich hier nicht durchkommen. Doch. Aber jetzt kriege ich natürlich kalt ohne Ende. Oh, oh. Oh, mit Gangnam-Style. Was ist jetzt? Scheiß auf die Laterne. Ich mach das jetzt ohne. Du schaffst das. Yes. So, natürlich habe ich jetzt kalt, aber das ist mir wurscht. Ach, da oben einfach dran springen, Mann. Keine Ahnung, ob ich die Laterne mitnehmen muss oder nicht. Ich unter? Nö, ne? Ein bisschen vielleicht. Komm, du schaffst das. Yes. Komm, surfen, surfen und dann springen. Yes, geschafft. Ich habe zwar keine Laterne mehr, ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist ohne Laterne. Aber wie soll ich die hier die ganze Zeit mitnehmen? Boah, ist das fies. Oh, der Arme, der kann sich ja kaum noch bewegen. Der kann sich echt kaum noch bewegen. Oh, jetzt fällt er auch noch hin. Oh, der Arme. Sollen hier, sind hier auch 5 Geheimnisse versteckt? Oh. Komm, Jani, du schaffst das.
Also wir kommen voran. Oh, ist das fies hier. Nein, da ist ein Seil gewesen. Ich kann schon fast gar nicht mehr springen. Kaum Windblase. Will wohl nicht. Boah, ist hier viel Schnee. Bei uns gab es dieses Jahr fast gar keinen Schnee. Was kommt jetzt hier? Oh. War das nur noch der Kopf? Da ist das zweite Herzteil. Leute, da ist das zweite Herzteil. Komm, Jani, kämpf. Kämpf. Ich will die Hand sehen. Zeig uns deine Hand. Jani. Erfolg freigeschaltet. Es ist noch nicht zu Ende. Warte mal. Dann staub ich hier. Endlich weg. Kein Schnee mehr. Der ist so knuffig, der Kleine. Oh, ja. Oh, ich ahne Böses. Fast geschafft. Ich sterbe. Ich sterbe. Bringt das jetzt was? Sind da oben wahrscheinlich irgendwo die fünf Geheimnisse, ne? Da in dem Level vor konnten die niemals einbringen, irgendwie. Ja, haben wir schon eins. Naja, komm, die sammle ich jetzt nicht alle. Also das ist mir zu... Da gehen wir einfach mal nach vorne durch jetzt hier. Wenn ich zufällig eins bekomme...
Ein paar Stufen. Wahrscheinlich zum Haus, ne? Fängt die letzten Erinnerungen, der kleine Jani. Erfolg freigeschaltet, erneuert. Wie knuffig. Liebe verschwindet wie ein Garnfaden. Danke, dass du anhörst. Ich wollte das aber nochmal lesen hier. Liebe verschwindet wie ein Garnfaden. Genau wie Garn können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, werden sie jede Distanz überwinden. Vielen Dank, dass du mit mir zusammen Unravel gespielt hast. Ja, Sam Addo, Dick Adolfsen, Viktor Bolin, Akan Dalsfeld, Michael Schill, Leif Holm, Christopher Holtberg, Richard Hexström, Michael Kainuleinen, Jakob Marklund, Morgan Netterlund, Martin Salin, Hendrik Söder, Daniel Wallin. Da sind sie, die Jungs. Coole Jungs. Ach Gott, da sieht man, wie die das alles gemacht haben. Schön. Schön. Die Musik, die Komponisten, die Instrumentenspieler, wer die Vocals gemacht hat, Movies und Black Studio. Ja, guck mal, das war ja richtig mit Motion Capturing gemacht. Richtig geil. Und das ist noch ein Dank an alle Leute, die da mitgewirkt haben. Und nochmal mehr Danksagung. Nochmal mehr Danksagung. Ja, das waren die Kinder. Ah, für die Fotos. Okay, klar. Duty Category. Wer sind dann die Chefs hier? Und nochmal einen großen Dank an EA, die dieses Spiel ermöglicht haben. Leute da doch mitarbeiten an so einem Spiel, ne? Oder das Marketing, boah. Wir müssen auch alle Geld bekommen, also kauft euch das Spiel und ladet es euch, wenn es das überhaupt gibt, keine Ahnung, gibt eigentlich alles. Ladet euch das Spiel nicht illegal runter, sondern kauft euch das wirklich, auch wenn es bei diesem blöden Format Origin ist. Das ist echt nervig. Ich mag das auch nicht, aber das Spiel lohnt sich echt. Ihr habt es ja gesehen. Vielleicht hat es euch gefallen, wie ich das Spiel gespielt habe, falls ihr das anders machen wollt. Spielt es einfach selbst mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Kostet momentan, glaube ich, 19,99. Wird bestimmt aber auch irgendwann noch ein bisschen billiger. Echt ein geiles Spiel. War zwar nicht sehr lange, aber dafür sehr intensiv, muss ich sagen.
Und das zum Schluss. Hans Entertainment würde sagen, Amana! Aber ich bin ja nicht Hans Entertainment, deswegen sage ich, das war sehr schön. Hier seht ihr nochmal den Jani. Das war's. Ja. Also gibt, wenn es einen zweiten Teil gibt, würde ich den auf jeden Fall spielen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Es war ein sehr, sehr schönes Let's Play. Ich habe mich echt gefreut, das für euch spielen zu dürfen und hoffe auf viele, viele weitere erfolgreiche, lustige, traurige, spannende, emotionale, durchgeknallte Let's Plays mit eurem Gorbinski. Und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Freut mich echt, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.